Moin moin, liebe Freunde! Hey Dudes, was geht ab? Das wollte ich doch immer sagen, verdammt! Was geht ab? Wir sehen hier SC Freiburg. Da muss ich kurz überlegen, SC Freiburg? Nein, die sind nicht unser DFB-Pokal-Gegner. Nee, das ist ja hier. Gladbach, ganz genau. Borussia Mönchengladbach, das ist ein DFB-Pokal-Gegner. Und wir sind jetzt hier auf jeden Fall gegen SC Freiburg in der Bundesliga. Ich glaube, wir sind auch schon fast so gut wie durch. Und ich hatte es nämlich ganz Zeit vergessen anzumachen, Bundesliga-Dingsbums hier, ne? Ihr seht es, da oben war es eben noch gleich im Spiel. Heute ist der 22. Zumindest nehme ich gerade am 21. auf, abends 21.38 Uhr und morgen ist der 22. Da spielt ja Deutschland gegen Kasachstan. Und meine Frage an euch... Glaubt ihr, Deutschland wird 2014 den Weltmeistertitel holen? Glaubt ihr, Deutschland ist nun endlich so weit mit seinen Spielern, die eigentlich ja extrem talentiert sind? Also die Jungspieler, die die deutsche Mannschaft da zur Verfügung hat, aus Bayern und Dortmund und wo nicht sonst noch her. Glaubt ihr, dass die Deutschen endlich 2014 den lang ersehnten und erhofften Titel holen können? Das könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Ja, super! Sehr schön gemacht! Gomez schießt das Tor! Warum sage ich hier ja super? Wir kommen gleich wieder auf das Thema zurück. Torschützenkönig bin ich ja auf jeden Fall in dieser Saison. Ich habe circa, ich glaube, 24 oder 26 Tore geschossen. Und hinter mir 12 Tore oder so hinter mir kommt erst der nächste. Aber bei den Vorlagen, da sieht es knapper aus. Da habe ich irgendwie, glaube ich, nur eine Vorlage Vorsprung oder so. Und deswegen möchte ich mich hier hauptsächlich auf Vorlagen konzentrieren. Natürlich auch mal zwischendurch vielleicht ein Tor schießen. Aber die Vorlage war sehr gut und sehr wichtig. Da hatte Gomez eben die Möglichkeit, das Tor zu machen. Das ist doch schön. Sehr gut. Hier irgendwo einer sich anbieten. Okay, ich gebe dir, Toni. Ah, schade. Hat er sich natürlich versucht, gut da durchzusetzen, um die Verteilung durchgedribbelt, aber leider war da ein weiterer Mann. Wunderbar, Gomez! Schade, schade, Gomez. Gut gemacht, gut gemacht. Und der Ball ist im Aus. Also ich würde es auf jeden Fall hoffen, dass vielleicht die Deutschen 2014 es schaffen werden, endlich mal einen Titel zu holen. Das war ja bisher irgendwie ziemlich traurig, dass es alles nicht so geklappt hat. 2006 ein Sommermärchen, da hätte es ja eigentlich ja schon klappen sollen. 2010, naja. Ach, was mache ich denn da? Aber es hat bisher nicht sollen sein. Deutschland hat eigentlich ganz gut mitgespielt in den Meisterschaften, in der Weltmeisterschaft. Und ja, meine Vermutung, sie werden nicht Weltmeister. Darf man sowas sagen? Ich habe irgendwie kein gutes Gefühl. Also natürlich, sehr gute, inzwischen sehr erfahrene Spieler. Aber trotzdem glaube ich, dass es einfach nicht reicht. Spanien sollte bis dahin auf jeden Fall nicht mehr zur stärksten, nicht mehr die stärkste Nationalmannschaft besitzen, weil die inzwischen auch... Uiuiui, Rosenthal. Weil die inzwischen ja auch schon alt sind. Die werden ja langsam richtig alt. Und ich glaube, Deutschland kann oben mitmischen. Aber ich vermute einfach, dass es nicht zum Titel reichen wird. Es wird einfach nicht reichen. Wow, was drücke ich denn da? Heftig. Das ist ein Fehlpass. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß es. Also ich würde jetzt nicht natürlich darauf wetten, sagen, nee, die werden auf keinen Fall Meister. Ich habe aber einfach irgendwie nicht so das Gefühl, dass das irgendwie klappen könnte. Obwohl es ja sehr schön vielleicht wäre. Dann hätte man hier mal wieder eine ordentliche Stimmung. Ja, den habe ich auch schon im Ansatz gesehen. Ah, schade, schade. Gut geflankt.
Und da der Pass rüber, bumpf, da stand er frei. Okay, jetzt müssen wir hier weiter Tore machen. Ich hoffe natürlich, dass sie das irgendwie vielleicht hinkriegen könnten. Noch ist es ja nicht ganz klar oder noch nicht abgesegnet sozusagen, wer alles da mitmacht. Das wird sich ja vielleicht noch ein bisschen ändern. Es ist ja noch mehr als ein Jahr, bis die WM läuft in Brasilien. Ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht vielleicht sogar dahin fahren oder hinfliegen sollte. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das vielleicht... Ich weiß nicht, so ganz traue ich mich das nicht. Mit dem Flugzeug dann dahin und... Ist schon eine lange... man fliegt ja schon recht lange. Das sind ja, keine Ahnung, 15 bis 24 Stunden, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht ohne wird das sein. Ja, lauf weiter, Gomez. Och, nö. Schade. Also ich würde mir das ja schon gerne ansehen, aber ich vermute, das wäre relativ gefährlich. Ah, Baumann. Also natürlich, gefährlich ist natürlich schwierig dazu sagen. Also es ist auf jeden Fall ein Ausland. Viele Leute fahren da zur WM, aber auch allgemein sozusagen nach Brasilien. Aber vielleicht gerade, weil jetzt mit besonders vielen Leuten gerechnet wird. Boah, schade. Mit besonders vielen Touristen, dass dann vielleicht sogar die Kriminalität besonders hoch da zu sein scheint. Also sollte man sich vielleicht überlegen, ob es nicht dann da... Also, ob, dass man erstens vielleicht nicht alleine wegfährt, dahin fährt. Und, ob das überhaupt sein muss, dass man eben halt nach Brasilien fliegt, fährt. Schade. Also, Lust hätte ich schon irgendwie, aber natürlich eine teure Angelegenheit. Man kann noch gar keine Hotels buchen. Oh, schade. Und von daher, also der Flug, glaube ich, One Way, 400 Euro oder so, 400, 500 Euro. Da wird man schon ordentlich was beraten müssen. Und dann natürlich die Tickets. Ich weiß ja nicht. Aber natürlich wäre es ja schon cool, wenn man dabei wäre, die Stimmung da genießen kann. Und ja, sich die Spiele anschauen. Jetzt nicht unbedingt nur die von der deutschen Nationalmannschaft, sondern vielleicht auch alle möglichen Spiele. Natürlich wäre das halt eine teure Sache. Da müsste man schon einige tausend Euro beraten. Würde ich vermuten, denken. So, gut. Gut, gut, gut. Oh. Ah, das war ein schöner Schuss von Otaldo. Der leider in die Hände ging. Der war schön mit Druck. Es wäre auf jeden Fall sehr schön, sich die Dinge anzuschauen, die Spiele. Und ja, also ich denke... Ich glaube nicht, dass die Deutschen Weltmeister werden. Wenn nicht sie, wer dann? Was glaubt ihr? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Glaubt ihr, Deutschland kann 2014 in Brasilien Weltmeister werden? Oder... Glaubt ihr, dass eine andere Nation da bessere Chancen hat? Zumal es ja immer noch ein ganzes Jahr ist. Wow, schade. Noch ein ganzes Jahr ist es ja hin. Da kann sich ja noch einiges tun in den Mannschaften, in den Nominierungen. Wow, was ist denn hier los? Otaldo, denk doch mal ein bisschen besser mit. Also ich denke, da kann noch einiges gehen. Wow, Jendrisek. Jendrisek, Mann! Taldo, wie so ein Noob! Okay. Ach Mann, immer auf den Gegner. Mann, Mann, Mann. Also, eure Meinung ist dort gefragt. Glaubt ihr, Deutschland wird 2014 Weltmeister? Wenn ja, wenn ihr das glaubt, warum glaubt ihr das? Ist es einfach ein Bauchgefühl? Gibt es da irgendwelche Anzeichen, warum Deutschland Weltmeister werden muss, worum sie sein sollten und so weiter und so fort? Wenn ihr es nicht glaubt, dann warum glaubt ihr es nicht? Was spricht dafür, dass es eine andere Nation wird? Wenn ja, welche Nation? Och Mann! Passt doch früher! Wir standen doch alle da, Mann!
einfach in die Kommentare. Nebenbei rege ich mich hier auf. Aber bisher habe ich mich ganz gut gefasst, wa? Jetzt passt, schick ihn! Einwurf. Also eine Vorlage habe ich heute schon getan, ich könnte aber ja nochmal ein Tor schießen. So, hier aufgepasst, aufgepasst. Ja, ein Foul, jetzt eine relativ okay Position, würde ich mal sagen. Man sucht schreien, löst Gustavo raus. Da war ich nachher im Abseits. Bartstuber, Mann. Mann, 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 Mann. Egal, weiter geht's. Lass mich schießen, Elfmeter! Der wievielte Elfmeter ist es, den wir hier sehen? Also ich habe noch nicht so viele gesehen. Den habe ich aber gut rausgeholt. Den habe ich aber gut rausgeholt. Ja? Hat er das? Bomben. Oh ja, Gomez. Gomez, 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 Gomez. Pam! 2:1! Juhu! Zählt das... Eigentlich zählt das als Vorlage, ne? Für mich. Offiziell würde der Elfmeter, den ich herausgeholt habe, weil ich ja gefoult wurde, als Vorlage für mich gelten. Auch beim Freistoß, wenn der verwandelt wird, der Gefaulte kriegt dann die Vorlage zugesprochen. So habe ich das mal verstanden. Ist das hier bei PES auch so? Werden wir nachher sehen bei dem Tor. Ich vermute mal, dass das nicht implementiert ist. Aber wir können uns da ja vielleicht eines Besseren belehren lassen. Oder eben genau das feststellen, was ich vermutet habe. So, jetzt hier nicht den durchlassen. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Sehr schön. Mann, Gomez, gib Gas. Also ich habe Gas gegeben, bin aber nicht hinterher gekommen. 67 Minuten gespielt. Gleich ist hier die Luft raus aus dem Otaldo. Nein, nein, nein. Ein verdammter Fehlpass nach dem anderen von mir. Mist. Render. Nö. Nö. Ui. Uiuiuiui. Okay, Dembélé kommt rein. Für Ginter. Dembélé. Ah, schade, Gommi. Mario Gomez. Ist das nicht Mario Gomez? Ja, ne? Heißt so, ne? Na, Mandzukic direkt daneben. Da kriegen sie Angst. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Trainer. Oh, shit. Shit, 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 shit. Okay, zum Glück keine gelbe Karte. Ich wollte eigentlich auf den Mann werfen, aber irgendwie habe ich das nicht gebacken bekommen. Zu 1! Zwei Vorlagen, inoffiziell. Oder offiziell, aber hier vielleicht nicht. Und ein Tor. Heutige Tore 1. Geil, Baby. Ich seh dich später. Ja, super. Schöner Pass da runter. Super aufgepasst. Der Mandzukic, glaube ich, war es. Oder Gomez. Die Verteidigung hat da gepennt. Mandzukic. Ja, spitze. 3:1. So muss das sein. Drei Tore wären auf jeden Fall wichtig, wenn wir im DFB-Pokal... Mein, was ist denn los? Was ist denn los da? Wieso kannst du nicht reden, Otaldo?
Da kämpft er wie eine Löwin. Ich kümmere mich hier um die Ecke. Hier rein, Mann. Boah. Gut, dass ich das Ding vorhin noch gemacht habe. 2 zu 3. Mein lieber Herr Gesangsverein. Eigentlich bisschen doof, aber trotzdem. Hauptsache, wir liegen vorne. Dann ist alles gut. Ja, ist ja gut. Ist ja gut jetzt. Ist ja gut. Viel Zeit ist jetzt aber auch nicht mehr, oder? Oh, noch 12 Minuten. Nicht den Ausgleich da kassieren. Und vorsichtig spielen. Oh ja, jo. War da so ein Puppe ist dazwischen. Ah! Ich dachte, ich nehme den mit. Ah! Nein, nein. Oh. Ich erkämpf mir den Ball da vorne. Lauf hin, aber nicht nahe genug und dann laufe ich ohne ihn weiter. Nein! Weil ich rumgeguckt habe, wo Platz ist. Nark. Müller für Muni ein. Muni ein. Na gut. Oh, 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 Rosenthal. Schick Dembélé. Gib ihm, gib ihm. Sehr gut, sehr gut. Es gibt's nicht. Ich treffe nur die Mitspieler. Oder die Gegenspieler. Ich muss mit nach hinten. Und aufpassen. Mann, 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 Mann. Das gibt es ja nicht. Die machen so einen Schweinedruck. Und ich mach da vorne richtige Fehler, die dann nachher auch noch ausgenutzt werden, oder was? Sehr schön. Jetzt hier über außen die Zeit noch ein bisschen auskaufen. Foul. Oh. Nicht Otaldo. Mann, der hat heute schon 3 Dinge abgekriegt. Bitte nicht verletzen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Okay, ich werde behandelt. Ich sitze eigentlich nur herum. Komme ich endlich auch mal wieder rein? Ich möchte rein, 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 lass mich rein. Hallo, ich möchte da rein. Oh, da ist Platz. Ah, nochmal ein schönes 4. Tor, ein Hattrick von Gomez. Ah, okay, hat er gut gemacht. Bin ich jetzt drin? Nein. Ahaha. Juhu! Wir sind Meister! Wir sind Meister! Wuhu! Da freuen sie sich! Deutscher Meister! Und ich hoffe, dass ich da der Geilste werde. Ja, super! Sehr schön hier. Wurde kurz wegen einer Verletzung behandelt. Keine ernsthaften Schäden. Otaldo. Okay. Glück gehabt. Ganz doll Glück gehabt. 28. Spieltag. Ja, vorzeitig Meister. Wir haben auch 19 Punkte Vorsprung. Das ist gut. Das ist gut. Mittelstürmer, 2. Platz, der Otaldo. Yes. Rechter Mittelfeldspieler, 2. Yes. Linker Mittelfeldspieler, 1. Yes. Ah, wir arbeiten dran, wir arbeiten dran. Jetzt Juve in der Champions League.
Ich weiß gar nicht, welcher Spieltag das jetzt ist. Welches Finale? Man of the Match. Ein neues Paar Schuhe gewonnen. Nummer 10. Ja. Okay. 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 Ah, ich habe mir hier einen offensiven Mittelfeldspieler geholt. Damit lernt man auch nochmal OM. Entwicklungsfortschritt ist gut. Oh, ich bin nicht gut drauf. Bitte, bitte, lass mich spielen. Bitte, lass mich spielen. Bitte, 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 bitte. Oder? Starte. Viertelfinale, Hinspiel gegen Juve. Sehr, sehr schön. Dendeling. Boah, Otaldo. Pfeil nach oben, 92. Messi, Pfeil nach oben, 99. Gomez, yo. Wie sieht es in der Champions League nochmal aus? Da habe ich gar nicht mehr, keine Informationen gerade. Turnierinformationen. Champions League. Torjäger. Otaldo, 3 Tore. Higuain, 7 Tore. Gomez, 6 Tore. Messi, 4 Tore. Ich habe 3. Damit bin ich Platz 17. Wenn ich 3 Tore schieße, bin ich schon mal auf Platz 2 oder so. Vorlagen. Oh, hier bin ich nicht gut. Och Mann. Da bin ich Platz 8 mit 3 Vorlagen. 2 Vorlagen, da bin ich Erster. Also es ist alles noch im Bereich des Machbaren. Besonders wir haben jetzt ja Viertel hin und rück. Halb hin und rück und Finale, ne? So müsste das ja sein. Ich glaube. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüssi. Macht's gut. Tschüssi.